bin, hab immer mich zur Wehr gesetzt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer fantastischen Gesangsausgabe von Pfiffige Ziffern, die Show mit Ziffern, die Show mit Gewinnen, die Show mit Preisen und die Show mit Lars-Erik Pausen. Viel Spaß. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern mit Lars Pausen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern. Liebe Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Pfiffige Ziffern, der großen interaktiven Amazon-Rateshow. Wir müssen erraten, wie viel diese ganzen Produkte kosten, was an monetärem Gegenwert dafür verlangt ist. Und da ist natürlich einer ganz besonders vorne mit dabei. Lass mich pausen. Oh, hallo Florentin Will. Vielen Dank für diese warmen Worte zur Introduktion. Wie immer mit dabei ist natürlich auch unsere kleine Ente, die einen kleinen Unfall hatte in der letzten Show. Verflixte Klicks. Wer das gesehen? Obwohl, es gibt ja, haben wir ja mal gesagt, keine Überschneidung zwischen Klicks-Fans und Ziffern-Fans. Nein, das sind völlig, völlig verfeindete Lager. Heute müsst ihr euch zusammenraufen, denn wir machen eine Mischung. Wir sagen immer, wie viel kostet das Produkt, aber auch, wie oft hat da jemand draufgeklickt. Ja, das ist ganz wichtig. Schön, dass ihr mit dabei seid. Lars-Erik Pausen, dass du heute auch mal bei uns bist als Gast. Wir haben dich mal in die Sendung geholt. Ja, ich dachte, ich versuch's mal. Probier's mal. Du musst einfach gar nicht, brauchst gar nicht viel vorbereiten. Aber ihr macht auch immer so Sprüche, ne? So lustige. Es geht ja gar nicht so um die Schätzung, oder? Ja, und da ist dann auch mal Platz für ein wenig Humor. Für einen Humorspruch. Du kennst das Format nicht. Vielleicht viele von den neuen Zuschauerinnen und Zuschauern kennen das Format nicht. Deswegen haben wir hier eine kleine Erklärmatz. Viel Spaß. Leute, okay. Wir haben die geschickt bekommen von einem Zuschauer. Auf deinem privaten Insta-Account? Die haben wir doch schon gezeigt. Wo sind denn die Matzen? Ja, nicht. Guck doch mal vielleicht im Ordner Matz oder so. Guck mal im Kecher. Da hat, Johanna hat den Kecher, wie heißt es? Kecher? Kescher. Kescher. Du bist hier der Aquarist und wirklich in den ich bin Aquaman, Sekunden, ich brauche keinen Kescher. Wirklich, ich habe eine Hand. Deine ganze Fassade, deine Persönlichkeitsfassade bricht zusammen innerhalb der kürzesten Zeit. Nur weil ich nicht alle, nur weil Menschen, die nicht unter Wasser leben können, sich irgendwelche Gegenstände überlegt haben, wie zum Beispiel einen Kescher. Und sie, also ich brauche doch keinen Kescher. Ich habe einen Mund. Du bist ein erbärmlicher Typ und was du vor allem brauchst, ist ein bisschen Motivation. Und dafür ist unser erstes Produkt gut, denn es ist ein sogenannter Glücksturm. Erstmal auf die Kronen gucken, ganz Selbstmotivation. Wo können wir skippen? Können wir skippen? Wo stehe ich? Mehr Produkte, mehr Produkte. Wo stehe ich? Nee. Wo stehe ich? Ja, du liegst vorne leicht, glaube ich, oder? Liegst du vorne mittlerweile? Oh, guck mal, das sieht ja fast so ähnlich aus wie unser Kronenturm. Dieses Produkt. Ah, nein, ich komm schon nach. Vielleicht deine Kronen, aber mein. Ich komm schon nach. So, und da möchte ich mal positiv rausheben, der Titel. Normalerweise ist der Titel immer Turm, Glücksturm, Turm, Happy Tower, Happy Turm, Turm, Lifestyle, Turm. Und hier ist es mal wirklich was halbwegs Sinnvolles. B&K, positiv leben dank Glücksturm, Selbstmotivation, gerade jetzt. Stimmt. Zähl dein Glück. Oh, das finde ich gut. Ich glaube, die meisten hätten es nicht gekauft, aber dann steht da nochmal, dass es ja zeitlich auch wirklich genau, gerade passt. Genau, es passt gerade jetzt. Ah ja, gut, dann kaufe ich finde, wir können jetzt alle ein bisschen mehr Glück vertragen. Ja, oder wohingegen vor 2 Jahren? Nee, unnötig. Nee. Glück? Nee. Ja. Doch nicht wir jetzt. Bist du bescheuert? Viel, jetzt? Nee. Viel zu viel Glück gehabt. Vor allem, wann wurde dieses Produkt reingestellt? Wann war der Punkt, wo der Verkäufer gesagt hat, gerade jetzt? 2019 war anscheinend der Punkt, wo man sagt, gerade ich glaube, jetzt. Dass sie den Titel nochmal, posthum, sag ich fast, also danach nochmal geändert haben. Meinst du? Ja, ich glaube, dass sie das nochmal reingeschrieben haben. Ist 2019 war doch alles grandios. Ist ein Erfolgsprodukt, Platz 49 in Belohnungstafeln. Ja, also in aber auch unser Produkt ist in Top 50 der Belohnungstafeln. Eine Art Produkt, die mir nichts sagt, um ganz ehrlich zu sein. Und deswegen schauen wir mal ganz, wollen wir das Video mal ganz kurz angucken, damit wir auch verstehen, worum es hier geht. Es gehörte zu den 250.000 erfolgreichsten Spielzeugen auf der Welt. Okay. Das macht man rein und sagt es dazu. Oh, wir haben auch Ton. Nochmal bitte raufdrehen. Turn it up! Yes! Lass mal wegen Copyright. Ach, das ist barock, das ist alt. Turn it up! Dolby! Beide Seiten. Das sagt doch noch jemand was. Sambuva an. Da war doch vorher noch eine Stimme. Flut. Da hat jemand was gesagt. Da war es seit einer halben Stunde kein Ton. Alles bestens. Ich glaube, kein Bild würde mir so viel Angst machen wie alles bestens. Mit dieser weirden Creep-Sonne, die da irgendwie sich nicht zurückhalten kann. Ja, und dann aber noch der Typ.
Alles bestens, mach dir keine Sorgen. Einfach easy GmbH. So heißt die GmbH. B und K, einfach easy GmbH. Stell dir mal vor, die werden angeklagt, weil sie irgendwie Atommüll in so einen See geballert haben. Und dann so ein riesiger Gerichtsprozess. Der Staat Deutschland gegen B und K, einfach easy GmbH. Easy. Naja, also ich finde das Produkt durchaus beschämt. Es ist beschämt. Sagen, ja. Es ist von der Marke B&K, da kennen wir aber auch viel Schand, was da viel geschundener Schand, der da geliefert wird von B&K. Verstehst du denn, worum es geht? Man haut hier Kugeln rein und für jedes... visualisiert ihr tägliches Glück. Und immer wenn du Glück verspürst, dann tust du es rein und am Anfang des Tages leerst du es wieder. Entdecke einfach deine Glücksquellen und motiviere dich selbst für eine Harmonie, Gleichgewicht und mehr Lebenslust. Das glaube ich eben. Glücksbarometer auf innovative Art, das ist ein Barometer sozusagen. Die Glaskugeln zeigen als Glückssteine den Glücksstand im Glücksanzeiger an. Glücklich, Glück, Glück, glücklich, Glückel, dein tägliches Glück im Glasglückturm. Ja. Ist das so ein, also Glück zum Verschenken? Kaufen Sie es mit Asterix und Obelix und was einer Penispumpe. Wird auch gerne gekauft mit, ja, ist es eine. Können wir kurz dieses Produkt mal angucken? Ich glaube, das fasziniert mich jetzt. Wand, Brillenhalter, Base. Du legst die Brille an die Wand? Nee, aber nur, wenn du richtig glücklich bist, machst du das. Das kaufen nur echt glückliche Leute. Oh, okay. B&K Amüsement. Zeitlos. Maskenhalter, topmodern, aktuell. Der Klassiker als Brille. Also und kommt er wieder? Ja. Nee, ist eine andere. Jetzt, aber gerade jetzt. Gerade jetzt brauchst du einen Aufhänger. Okay. Also das ist ja, also das ist erstmal, die Firma ist mal fantastisch. Ja, ja, gute Firma. Aber kommt auch das Asterix-Comic-Heft, kommt auch von B&K einfach easy? Oder was machen die alles? Das kann sein. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Vielleicht kannst du das Heft dann auch an der Wand aufhängen. Asterix und der Greif. Aus dem Jahre 2021, recht neu. Vielleicht meint ihr gerade jetzt, für jetzt kommt ja gerade das neue Asterix raus. Gerade jetzt brauchen wir einen Glücksbarometer. Also hier wird es nochmal erklärt, aber das ist leider... Freude. Ab 14 Jahren, Achtung, wegen verschluckbarer Kleintiere nicht für Kinderglück unter 3 Jahren geeignet. Glücksbenutzung nur mit unmittelbarer Glücksaufsicht durch Glückserwachsene. Säuglinge werden sehr unglücklich, wenn sie es verschlucken. Ja, sie sterben einen sehr glücklichen Tod, aber einen Tod. Nur mal, das muss man natürlich hinnehmen. Zufriedener und dankbarer durch Glück. Ach, das ist schön. Guck mal da unten. Dem Glück in meinem Leben noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Das finde ich toll. Achtung bringt Verstärkung. Joachim Klein hat viel, das viel Glück. Das bedeutet für mich, auf was ich mich konzentriere, das wächst. Durch den Glücksturm schenke ich dem Glück in meinem Leben noch mehr Aufmerksamkeit. Danke an die Erfinder. Tolle Idee, gute Verarbeitung und schönes Design. Motiviert und bringt Fröhlichkeit. Ach, ich frage mich immer, alles Leute, gefällt. Die immer so über Glück sprechen und so glücklich, sind die wirklich so glücklich? Weißt du, die sind wirklich so glücklich? Glaubst du, man schafft es vielleicht wirklich, sich das so autosuggestiv einzuschätzen? Kann schon sein, wenn du wirklich glücklich bist. Ja, wenn du wirklich, also so, wenn so, ja, so autosuggestiv, wenn du immer denkst so, ach, guck mal, ich habe doch das in meinem Leben, ich bin nicht tot, ich, ist wirklich ich habe nicht diese Krankheit, ich habe aber das ist halt auch die Frage, was man mit Glück genau meint. Also, naja, es ist ein Empfinden, wenn die das sich glücklich empfinden, fühlen, dann sind die glücklich. Ich finde gerade dieses Konzept jetzt ein bisschen merkwürdig, weil was ist, wenn es dir nicht gut geht und dann ist das Ding einfach leer? Und dann schaust du an, oh, wie glücklich bin ich? Gar nicht. Ist es dann nicht auch ein Negativverstärker? Ich glaub, du siehst es und denkst dann, bin ich wirklich so unglücklich, wie dieser Turm aussieht? Naja, eigentlich bin ich ja noch am Leben. Zack, eins rein. Aber wenn es dir schlecht geht, hast du dann wirklich die Kraft da. Du musst, das soll dich motivieren. Es geht um die Motivation. Okay, ich glaube, das Ding ist lächerlich teuer. Übrigens, weil das ist eine Abzocke. Idee für eine Sonderfolge, was hältst du davon? Weil ich hier gerade 5 von 5 Sterne Bewertung sehe. Wir machen mal eine Folge ausschließlich mit 1 Stern oder weniger. Oh ja. Ja, das finde ich gut. Ja, nur 1-Sterne-Produkte. Okay. Einfach die 100 schlechtesten bewerteten Produkte. So, ich sage, ich fange einfach mal an, weil ich ja der König des Formats bin. Wenn wir hier wirklich so im esoterischen Bereich wären, dann könnte irgendwie so ein Turm, weißt du, der irgendwie den Glück wegzieht, das Glück oder den Pech weg abhält. Ich glaube, es ist eher so Self-Help. Dann, ja, genau. Dann wären wir auch Belohnungstafeln. Genau, nee. Scheint ein Produkt sein, das ist eine Belohnungstafel. Das ist eine Belohnungstafel. 5 von 5 Sterne, das kann nicht so super teuer sein. Wir sind hier bei. Aber immerhin noch, bei Spielzeugen natürlich erst hinter den Rängen, immerhin noch bei 39,99. Ich glaube, das ist richtig teuer. Das wird noch per Hand
gemacht, das ist ja keine Massenware. Dann die Freunde wurden dazu gezwungen, hier die Sterne zu geben. Ich glaube, das ist teurer. Ich glaub, Achim Klein ist ein Betrüger, ja. Sagst du. Ja. Ich glaube, es kostet 60 Euro. Ich glaube, das ist teuer. Weil, was ist dir Glück wert? Kann man Glück kaufen? 39,99. Ich sag 60. Glatt? Glatto. Ja, die betrügen Lato. Nicht. Nee, genau. Wer da in so einem Manufaktum-Ding, da machst du nicht nur 90, sondern das kostet glatt 60 Euro. Ja. Nee. 39,99 zu 60 Euro. Wer liegt hier richtig? Wer kann einen weiteren blauen Ball in seinen Glücksturm stecken? Wir sehen nach. Und 19,99. Erschwingliche 19,99. Was kostet das Glück? 20. Ein Zwanni. Ein Zwickel. Ey, wenn du unglücklich bist, ein Zwanni auf Amazon, bist wieder glücklich. Ich glaube, ich habe am meisten Glück damit, diese blauen Bälle durch ins Zimmer zu werfen. Ich glaube, das macht mir am meisten Spaß. Oder ich würde versuchen, aus Entfernung da einzutreffen. Ist natürlich nicht leicht. Weiter geht's mit dem Pustefix XXL Bubble Nachfüllkanister. 2x2,5 Liter Seifenblasenwasser. Bubbles made in Germany. Riesenseifenblasen für Hochzeit, Kindergeburtstag, Polterabend. Spaß für Kinder und Erwachsene. Ich bin mir allerdings wirklich, weil wir jetzt drüber lachen, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass die Menschheit glücklicher wäre, wenn jeder Mensch morgens erstmal 10 Minuten hier diese Bläschen machen würde. Glaube ich auch. Und ich glaube, wir haben es Seifenblasen. Ich glaube, wir haben es hier sogar nicht mit Photoshop zu tun. Ja. Weil ich glaube, das kann man schwer rekonstruieren. Die Lichtbrechung in den Seifenblasen so. Das ist ein echtes Foto. Aber vor allem Pustefix, dieses Bild, ne? Ja. Das ist Kindheit für mich. Ist wirklich, ja. Weil ich glaube, nur die stellen Seifenblasen her und die stellen auch nur Seifenblasen her. Ja. Also, das ist wirklich Firma, eine Idee. Und Seifenblasen machen ja auch Spaß. Ja, ich finde wirklich, Seifenblasen, wahrscheinlich ist es umwelttechnisch wieder, könnte man wieder drüber reden. Aber wenn es jeder machen würde, jeden Morgen, ging es einem besser. Aber auch wieder nichts für unter Dreijährige. Die haben im Leben keinen Spaß mehr. Aber den Typen, der auf diesem 0 bis 3 drauf ist, dieses Gesicht mit diesem, sieht ein bisschen aus wie ich, mit diesem Schnabel obendrauf, das wäre ein geiles T-Shirt, oder? Das ist doch ein geiles T-Shirt-Motiv. So für unsere Millennial-Generation, die da als Kindheit dran dachten. Ich glaube, das ist ein gutes T-Shirt, mache ich mal. Ich glaube wirklich, dass du ein verstecktes Talent hast und das ist wirklich T-Shirt-Designer. Ja, ich setze es leider nur nicht um. Irgendwie so ein Toastbrot oder so, was du da halt da auch immer schon ausgepackt hast. Da habe ich ja wirklich mich teilweise schon beömmelt, was du da wirklich Und dann wird das T-Shirt kleiner und so, dass du drauf hast. Und dann wissen die Leute nicht, ob du abgenommen hast oder zugenommen hast oder immer größer wirst. Und das könnte man bei einem Date machen und so weiter. Ne, das war doch mal. Ja, die Idee hatte ich auch mal. Genau. Wir schauen mal ins Video rein und lassen uns das erklären. Aber pass auf, das ist wirklich. Du meinst, da ist Tupac drunter, oder? Ja, da ist Copyright. Weil Pustefix und Tupac sind halt so. Wirklich Tupac. Also ein fresher Beat, oder? Kann man nichts sagen. Until I see no changes. Wake up in the morning when I ask myself. No, leave it to I ask myself. Hanna. Hanna. To see a black president. Legende, oder? Absolute Legende. Absolute Legende. Ja. Also wir haben es hier mit, ganz kurz nur, damit nicht wieder gemeckert wird. Ja. Es gibt dieses Produkt in verschiedenen Anzahl Optionen und wir haben uns hier für 2x2,5 Liter entschieden. Das war letztes Mal ein Skandal. Das Nein, du, selbst du mit deinen, was waren das mit den Feuerzeugen oder so? Ja, Quatsch. Ja, nee, da haben alle, da haben wir wirklich mal die Kommentare durchgelesen und alle, die sich dazu geäußert haben, haben mir recht gegeben. Nein. Doch. Nee. Wirklich? Da muss ich mal richtig, da muss ich mal moderieren. Die lösche ich alle, die dir recht geben, lösche ich immer. Das ist doch so ein Quatsch immer. Fördert Geschicklichkeit und Wahrnehmung, fördert kognitive Erfahrung, fördert Sozialverhalten. Wie wär's denn mit, macht Spaß? Es ist einfach Seife, die fliegt. Das macht Spaß. Reicht das denn heute nicht mehr? Nee, es reicht es nicht, dass unsere Kinder einfach nur Spaß haben? Müssen denn immer irgendwelche Fähigkeiten oder Verhalten gefördert werden? Warum kann man nicht einfach Spaß haben? Ja, weil wir haben damals das Zeug getrunken und uns geht's auch gut. Weil Spaß langweilig ist. Es ist stinkend langweilig. Nur weil du jetzt von Spaß abgekommen bist, heißt es nicht, dass Kinder kein Mensch will mehr Spaß haben. Nein, Leute wollen Spaß. Müsst verhindern, dass eure Kinder Spaß haben. Ein teurer Flop. Bitte? Der Kanister kam pünktlich und gut verpackt. Die Seifenblasenflüssigkeit ist allerdings eine riesige Enttäuschung. Sie funktioniert überhaupt nicht. Die Blasen zerplatzen sofort. Die Haltbarkeit beträgt maximal einige Sekunden. Oh. Es gelang kaum, sie auch nur ganz kurz aufsteigen zu lassen. Das Ergebnis waren frustrierte, weinende Kinder und genervte Erwachsene. Was für eine Blamage. Ja, da steht aber auch nirgendwo, dass sie Spaß haben. Die können ruhig auch mal weinen. Die ganz kleinen Behälter von Pustefix sind ganz okay, aber die angeblichen XXL-Seifenblasen ein Mega-Flop. Also,
Florentin, es gab ja, du weißt, den Aquaristik-Lars, du weißt, es gab den Shisha-Lars, aber es gab auch den Seifenblasen-Lars. Shisha-Lars hat damals versucht, eine eigene Shisha und das zu optimieren, indem man dann irgendwie Eiswürfel unten reinmacht oder, keine Ahnung, eine Limo oder so in das Wasserbehälter. Und tatsächlich muss man irgendwann feststellen, das wird einfach nicht besser, schmeckt einfach immer scheiße Shisha. Dann kam ich zu den Seifenblasen, wahrscheinlich vor der Shisha, um ehrlich zu sein, und habe auch versucht, mein eigenes Seifenblasen-Flüssigkeit herzustellen. Ja? Ja. So mit Glycerin und pff. Ja, allzu komplex wird das Seifen, ja nicht sein, oder? Spülmittel und sowas, Glycerin. Und hab das auch versucht und hab mir extra so einen Draht gemacht dann auch, um so große Dinger zu machen. Hat aber auch nicht so gut. Nee, eigentlich hat alles, was ich angepackt habe bisher im Leben, hat so nicht ganz funktioniert. Das stimmt. Ja. Immer nicht, kommt noch, ne? Kommt noch. Hat nicht. Ey. Aber immer ein bisschen. Ja, und du hast was gelernt. Guck mal, du kannst für jedes von diesen Sachen eine blaue Kugel in dein Glücksbarometer stecken. Ist doch schön. Aber nur um das zu sagen, es wird mehrfach auf den hohen Preis hingewiesen tatsächlich. Das ist für uns natürlich interessant, aber irgendwann ja, ist dafür ist das Produkt auch zu teuer, schreibt Fettschwein. Ja, ist schon teuer, ne? Schon teuer. Also das ist natürlich ein Name, der kennt sich selber und der nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Und er weiß. Ja, so verhält er sich aber auch in der Öffentlichkeit. Dann habe ich mit 17 nochmal gesagt, jetzt will ich es wissen, Seifenblasen, Glycerin, Spülmittel, hat alles nichts gebracht. Es gab noch eine einzige Zutat, mit der einen kleinen Schluck wirklich? Rein. Kleinen Schluck, willst du das jetzt öffentlich sagen, das Geheimnis? Ja, weil ich denke, du willst Pustefix das Geschäft zerstören. Ja, ich will, dass alle da wirklich auch teilhaben können. Es gibt natürlich Nachteile, weil danach halt wirklich alles stinkt und hat riesen Flecken. Aber du hast wirklich eine ganz tolle, große Kugel. Ein bisschen ins Gelbliche geht's rein. Curry, oder? Curry machst du da nicht rein. Das platzt sofort, das ist viel zu... So Orange Fanta oder so. Das ist die Säure, da würde es auch kaputt gehen. Hast du auch einen Versuch? Zitronensäure, Zitronensaft oder sowas in der Richtung? Oder was? Das wäre auch wieder Säure? Nee. nee. Dann musst du es mir jetzt verraten, was es ist. Die Zutat, die ich meine. Ja, ja, genau. Die man da reinmacht, ist Seifenblasenmittel. Genau. Damit dann da. Die würde ich jetzt gerne hören. Seifenblasen länger halten. Würde ich gerne wissen jetzt, ja. Da macht man dann Senf rein. Stark! Alter, du schaffst das immer wieder, dass es aus dem Nichts kommt. Das kommt aus dem Nichts immer. Es ist Wahnsinn. Aber ganz kurzer Hinweis, vielleicht war der Grund, warum die Leute enttäuscht waren, auch, dass sie es nicht verdünnt haben. Hier steht nämlich, ist auf jeden Fall auch für Riesenseifenblasen geeignet. Bitte aber hier, wie beschrieben, verdünnen. Oh. Anleitung.de/Pustefix. Ah, weil es zu schwer ist sonst. Sonst ist es zu schwer und dann geht's kaputt, weil es zu viel Masse ist, hat es dann ein zu großes Gewicht. Kann gut sein, ja. Oder umgekehrt, zu leicht. Hm. Weil Gase. Ich bin sehr gespannt. Du scheinst dir sehr sicher zu sein, aufgrund deiner persönlichen Erfahrung und deinem Hintergrund mit Seifenblasen. Nee, ich hab's ja selbst gemacht. Ich habe mir Glycerin aus dem Darknet bestellt und hab das dann selbst gemacht. Ich weiß nicht, wie das hier Pustefix und so, das galt für uns Seifenblasen-Freaks, galt es als Frevel, da jetzt die Originaldinger zu kaufen. Ja, ja, klar. Also, zwei Leute haben gesagt, das ist zu teuer. Also zweimal 2,5 Liter Kanister und dann auch noch zu teuer. Insgesamt wie viel Liter? 5. 5 Liter. 2,5, ja. Ich meine, 5 Liter Wasser allein schon ist unbezahlbar. Aber 5 Liter von diesen Nachfüll. Ich meine, die kleinen Dinger kosten doch auch schon. Ich weiß es nicht. Ja, gut, im Euroshop kriegst du es schon, ne? Kriegst schon für 1 Euro. Aber eher so 2 Euro, sag ich jetzt mal, für so ein Fläschchen. Die weinenden Kinder. Wirklich. Nein! Das hat nur ein paar Sekunden geil. Lernt auch Enttäuschung. Das muss ein Kind auch lernen. Enttäuschung. Muss auch lernen, ne? Trauer. Aber wie viel ist man bereit auszugeben, damit seine Kinder 2 Sekunden lang Spaß haben und danach einfach die komplette Bude verseift ist? Wie viel Geld ist man bereit auszugeben? Das ist wirklich nicht exakt. Aber ich könnte ja auch einfach schätzen, es muss ja nicht exakt sein, oder? Nö. Das reicht ja, wenn es eine gute Schätzung ist. Dann, also, dieser neue, den so zerplatzen, macht schon Spaß, jetzt wo ich überlege. Ich glaube, das macht schon Spaß. Das ist schon cool. Das ist schon mega geil. Das ist schon, weil das Problem ist, du kannst halt nicht selber blasen und dann rumlaufen. Ne? Es muss ja immer einen Spielleiter geben, der dann und dann versuchen die anderen das. Ich sag, das kostet wirklich 69,99. Meinst du, Seifenblasen wurden erfunden, damit Kinder sich endlich waschen? Weil Eltern dachten, meine Herren, unsere Kinder stinken. Die wollen nicht baden. Lass uns ein Spielzeug erfinden, das einfach aus Seife besteht. Mm. Und die rennen da durch und fangen das, damit die einfach sauber werden. Das kann sehr gut sein. Kann gut sein. Ja. Einfach mit dem Gartenschlauch. Was sagst du?
Sag ich dir nicht, aber interessiert dich doch auch. Was hast du gesagt? Oder? Ich hab's nicht verstanden. Akustisch meinst du? Das akustisch leider nicht verstanden. Was hast du gesagt? Warum? Mach mal bitte rein. So ist doch besser, weil dann hörst du mich doch. Mach mal rein bitte. 69,99. Nein, 69,99. So teuer, ne? 70 Euro für 5 Liter. Nee, das ist zu teuer. Wenn du guckst, das. Nee. Das ist zu teuer. Weil es teuer ist. Das ist teuer. Das ist zu teuer. Ey, guck mal, das wird in der ganzen Welt wird das vertrieben. Verschifft. Das kommt ja aus Austria anscheinend. Made in Germany. Ich bin bei 50 Euro. 50 Euro glatt. Ja, das ist aber jetzt nicht so ein großer Unterschied. Nö, ich bin einfach wie bei. Gerade getan hast. Ich bin einfach bei 10 Euro pro Liter. Ich denke ja immer den Literpreis. Du bist ja immer so dumm und denkst immer, oh, wie so ein Kasten. Ich denke einfach, was kostet der Liter? Rechne das hoch. Easy. Oh, du kannst ja 50 zu 69,99 und es sind 20,54 Euro. Das ist nicht teuer. Nein, ich möchte alle, die da geschrieben haben, das sei teuer, das ist Das ist lächerlich. Das ist lächerlich wenig. 5 Liter? Du kannst doch davon dein Leben lang Bubbles machen, oder nicht? Ja gut, wenn du da die Riesendinger machst, ist schnell leer. Aber dann könntest du doch wirklich immer in diese kleinen Dinger und dein Kind hat das Leben lang Spaß. Wer sagt denn, das ist teuer? Ich lehne diesen Punkt ab, weil das ist lächerlich. So, kommen wir weiter zu Ariette 475 Gratti. Waterproof elektrische, wiederaufladbare Reibe. Ah, ey, ohne Witz, ich brauche genau das. Gestern erst wieder gedacht, ich brauche sowas. Ich habe einen Schleifstein, funktioniert nicht. Meine Messer sind so stumpf. Die Moment, was ist das? Ein Schleifstein. Bist du dir sicher? Nee. Das ist ist es eine Reibe. Das ist überhaupt kein Schleifstein. Aber ich brauche das tatsächlich auch. Ich muss Schokolade reiben. Was ist das? Wieso ist das erste Video? Nee. Moment mal. Das hat ein Loch hier drin und da steckt. Ah, nee, da guck mal, das ist einfach ein geschlossenes Loch. Das heißt, du steckst es da einfach rein und der reibt es automatisch kaputt. Ach, das ist dann für Muskatnuss und so? Und für Schokolade. Was war da noch? Nüsse. Nüsse, Pekannuss. Und warum? Aber wo kommt es hin, was gerieben wird? Brot. Bleibt es dann einfach da in die Kammer drin? Versteh's nicht. Schade. Schade. Ist ein tolles. Und guck mal, weißt du? Marketing, die Customer, wir verstehen's nicht. Wir haben jetzt eins, guck mal, die Abteilung hat gesagt, macht mal, ihr habt 7 Fotos. Innerhalb von 7 Fotos musst du jedes Produkt erklärt haben können. Ja. Wir haben ein Problem, wir haben nämlich einen Gebrauchtpreis. Den habe ich gerade gesehen und ich möchte dir das auch zeigen. Wir haben nämlich hier gebraucht für 43,55. Ich finde es einfach nur fair, dass du es auch zugegeben hast. Ja, na klar. Eigentlich bist du wirklich eine schäbige Ratte. Nö, das aber in dem Fall 43,55. Was überspringen? Gebraucht. Ja. Dann würde ich sagen. Aber wir schätzen jetzt für den Spaß. Ich sag dann 60 Euro. Ich sag dann 99 Euro. Gut. Ohohoho. Ach nee, ist ja gar nicht 60. 50. Aber ganz kurz mit. Naja, guck mal, hier haben wir keinen gebraucht. Wunderbar. Es geht weiter mit einem 30-teiligen Lockpicking-Set. Oh. Mit 3 transparenten Übungsschlössern. Okay, guck mal, da sind die Diebe der Zukunft, werden hier herangezüchtet. Florentin, ich habe dir in diesem Format schon 1000 Mal gesagt, lass uns doch das mal zusammen machen, das und so. Ich habe schon viele Vorschläge gebracht. Aber das ist eine Sache, die ich wirklich machen. Lass uns mal zusammen einbrechen. Ja. Lass uns mal wirklich gerne zusammen einbrechen. Wirklich. Wir beide brechen demnächst zusammen irgendwo ein. Aber ist es so leicht, ein Schloss zu knacken? Nee, deswegen brauchst du ja hier auf Amazon. Ach so, und du. Ach so, du guckst da durch, um zu sehen, wie das funktioniert. Hm? Wie? Und das ist erlaubt? Das darf man einfach haben? Oder? Ja, klar, kannst ja für zu Hause. Ich habe auch schon. Ist nicht so, dass zu Hause hast du ja einen Schlüssel. Dass du bei dir selber. Nein, ich habe ja auch schon mal. Schlüssel? Lächerlich. Brauche ich nicht mehr. Aber jetzt habe ich mein Set. Ach, du bist ein kleiner Dummkopf. Ich habe schon mal meinen Schlüssel zum Beispiel drin vergessen. Oder so, dann würdest du normalerweise einen Schlüsseldienst holen, aber mit diesem Lockpicking-Set. Ja, und die hast du dabei. Immer dabei, oder was? Ja, oder ich habe auch schon mal irgendwie. Das nächste nee, habe ich auch schon mal wirklich angerufen, weil ich das Problem hatte, ich war im Urlaub und zu Hause musste man aufschneiden, habe ich René angerufen, weil der Typ kann sowas. Habe gefragt, kannst du sowas? Und gesagt, nee, kann ich nicht. Aber wenn er jetzt zum Beispiel so ein Set hätte, könnte er damit irgendwie zu mir nach Hause dann aufschließen. Meinst du, René freut sich, wenn er angerufen wird und sagt, du kannst doch einpacken. Du kannst doch Schlösser knacken. Kannst du mir hin und sagen, nein, ich bin ein ehrenvoller Bürger dieser Gesellschaft. Ich habe ihm die Erlaubnis gegeben. Außerdem ist es nicht so leicht natürlich, aber du kannst auch so Fahrradschlösser knacken und so. Wollen wir nicht mal eine Fahrradtour machen, aber keiner hat ein Fahrrad am Anfang.
Wir müssen uns eins wollen an der Tour de France teilnehmen, starten aber als zusätzliches Handicap, weil sonst wäre es zu leicht. Ja. Ohne Fahrrad, das müssen wir erst klauen. Ich finde, kein Mensch schaut mehr an Tour de France, sowas muss eingebaut werden. Genau. Handicap, keine Art von Fahrrad. Das ist eine Art Triathlon, halt nicht Langlauf. Durch Paris und jeder muss sich ein Fahrrad holen. Und ein paar sagen halt, ja gut, das hat ein schlechtes Schloss, ist aber ein scheiß Fahrrad, egal, ich habe aber 5 Minuten Vorsprung. Ja, genau. Macht es spannender auf jeden Fall. Guck mal, so funktioniert ein Schloss. Du hast da diese Stifte da drin, die haben alle eine unterschiedliche Länge. Ja, das hat mir Matthias Schweighöfer beigebracht mit seinem neuesten Film. Da. Ach ja, der Zombie-Film. Auch hier im Video, wahnsinnig viele Videos, die wir heute haben. Wir gucken gerne rein. Der Teil hat wenig mit Zombies zu tun, tatsächlich. Yes! Oh, das ist ein deutsches Video? Trainiert dein Gehirn. Oh, das große Rocket Beans Lockpicking. Oh, guck mal. Lockpickings. Man kann die wirklich immer dabei haben mit der Karte. Siehste. Rocket Beans wäre schon auch ein geiles. Rocket Beans wäre schon gut. Ja, genau. Die Sendung beginnt im Studio. Alle Türen werden abgeschlossen und die Sendung ist es, wie kommt man raus? Wer kommt als erstes Escape raus? Room eigentlich. Und du musst dir überlegen, durch welchen Weg gehe ich, durch wie viele Türen muss ich durch? Will ich nur mehrere Türen, die dafür leichter sind? Ja. Gute Idee. Finde ich stark. Moderiert auch von Matthias Schweighöfer. Können wir den nicht kriegen für sowas? Klar, natürlich, derzeit. Der hat locker sein. Den rufe ich an. Ja? Was, Matze? Kann ich jetzt direkt anrufen. Ruf ihn jetzt mal an in der Sendung. Nee, lass, hör auf. Das mag er bestimmt nicht. Ich kann auch seine Nummer sagen, das ist kein Problem. Ja, sag mal, 04? Das ist 988-488-388-288. Super simpel. Gute Nummer. Da durchklingen. Ja. Ruf da jemand bitte bei ihm an und fragt, ob er Bock hätte. Wie viel kostet das? Es sind... Ja, da interessiert mich jetzt, wer da behauptet, wofür man das braucht. Anders als, ich will bei meiner Nachbarin einbrechen. Also mir hat schon mal jemand gesagt, ich sehe aus wie Matthias Schweighöfer. Können wir das mal ganz nah rangucken? Findet ihr nicht auch? Was sagst du? Nee, du brauchst aber so einen schnippischen Blick, so ein ja, oder nee, der hat doch immer, der ist doch auf dem Poster immer nackt und dann so, jemand hat mir alle Kleidung weggenommen, so ein Blick, so ein. Ja, aber weiß nicht, ob das jetzt so. Ach, Quatsch. So? Das geht doch. Oh. So, wir gucken mal ganz kurz rein zu Benedikt. Das war der alte Schweighöfer. Der neue macht Lockpicker. Neue ist ein Dieb. Benedikt hat sich gerade einfach ein schönes Brötchen gegönnt. Oh, hör auf. Und hat gesagt, was mache ich jetzt? Am Anschluss als kleines Dessert mache ich noch ein Schloss auf. Dabei sagt man ja nicht nach dem Essen direkt Lockpicken. Das ist ein Gag. Das ist ein Gag. Guck mal, der macht das mit dem Messer auf. Der verarscht alle. Der verarscht das Produkt. Alter, aber guck mal, das ist doch wirklich das Comedy, die Comedy-Enklave, die sich dazu entscheiden, Comedy zu machen auf so einer Plattform. Der hat gesagt, ich gehe nicht auf YouTube, ich gehe nicht auf TikTok, nicht auf Twitter, sondern ich gehe auf die Amazon-Rezensionsseite eines Schlösserknacksets. Das ist der Ort für meine Kunst. Und von was lebt er? Von 238 Personen fanden diese Information hilfreich. Das ist doch das Schönste, was du bekommen kannst, oder? 238 Personen fanden es hilfreich. Wow. Gefährlich und kein Anspruch. Die Lockpicks to go in der Kreditkarte sind saugefährlich. Ihr müsst sie definitiv entgraten. Ich habe mir einen fiesen Cut im Zeigefinger zugezogen. Kinderwein. Die Kreditkartenbox ist übrigens der totale Witz, hat mit der Abbildung wenig zu tun, dass die Rest. Ah, ist ja alles nur ein Witz. Alles nur Scheiße. Weißt du, was das große Problem ist von Amazon, neben all den Problemen, die wir schon in den Medien diskutieren, ist, dass es kein Social Network ist. Das sind so viele, die einfach Kommentare kommentieren können. Du musst diese Rezension musst du kommentieren können. Ja. Liken kannst du. Lol. Ja. Haha. Ja. Drei Leute, die das ist verstehen. Das größte Social Network. Du hast recht. Ich weiß auch nicht, warum Basie da nicht drauf eingeht. Dumpfbacke, ey. Okay, ich bin was kostet sowas? Lars und ich sage, dieses 30-teilige Lockpicking-Set muss von dir als erstes geschätzt werden. Ja, teuer wird das nicht sein, ne? Weil das richtet sich ja primär an arme Menschen, die einbrechen wollen. Und die haben ja deswegen kein Geld. Aber da zwei mit zwei Booklets, aber wahrscheinlich ist das, sind wahrscheinlich keine echten Bücher, sondern nur da drauf geshoppt. Ich sag 24,99. Mhm.
Weil so viel hat man noch. Das, wenn du sagst, ich habe nur noch 25 Euro, das ist das Letzte, was ich habe an Geld. Was ist das Letzte, was ich mir kaufe? Und dann sagst du, gut, von dem letzten Geld, das ich habe, bevor ich pleite bin, kaufe ich mir noch so ein Lockpicking-Set, um damit dann wieder Geld zu machen. Das ist wirklich eine ganz tolle Schätzung. Aber ich glaube, das ist eher, es gibt sicherlich teurere, aber das ist so eins, Amazon-Topseller, irgendwie kompletter Schrott. Wir sind bei der Hoffenheim-Schätzung. 18,99 Hoffenheim. Zu wenig. Ich weiß, deine Schätzung finde ich gut. 18,99 Euro, sagt Lars Erik Paulsen. Ich bin bei 24,99 Euro. Wir haben uns heute aber schon ein paar Mal geirrt. Vielleicht jetzt wieder. Wir schauen rein und es sind 39,99 Euro. Finde ich zu teuer? Finde ich zu teuer? Ganz schön. Ja, gut, aber du kriegst das Geld halt wieder auch wieder rein. Ne? So, weiter geht's. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen in Entspannungsstimmung, denn wir haben ein Reisekissen zur Unterstützung und Kopfstütze. Tragbare, aufblasbares Reisekissen. Das ist für mich wirklich eine Manko gab es, die Blicke der Menschen. Das war der einzige Grund, warum ich mir das nicht geholt habe. Du kannst, obwohl das noch harmlos ist, ich habe schon auf Anzeigen gesehen, das sind so riesige Koffer, die du dann da mitnimmst und da drin schläfst quasi. Auch für so Airports. Aber ich finde es ein spannendes Multifunktionsstück, dass du einfach, egal wie du schläfst, ich könnte in keine dieser Positionen jemals schlafen. Naja, wer weiß. Also ich mache ja im du schläfst wahrscheinlich nicht im Zug. Nee. Aber ich mache ja im Zug, ich natürlich auch nicht, kann's nicht, aber so bei so ganz langen Fahrten mache ich schon den hier, dass ich irgendwie meine Jacke nehme und versuche so. Ja, sowas, ne? Also, dass man so das gegen die vordere Lehne drückt. Ich weiß nicht, ob das so blöd ist. Vor allem, da kann halt irgendein Storch hinkommen und da einfach das kaputt stechen, ne? Und dir die gesamte Reise versauen. Wieso, also ist das Luft oder was? Aufblasbar, ja, ja. Aufblasbar. Oh! Ach so, guck mal, der schaut noch schön vorne da dran. Das ist genial, ich kaufe mir das. Aber es ist so ein deutscher Zug. Ist es deutsche, ist ein Undercover-Produkt? Aufblasbare Reisekissen, fast volle Unterstützung, nee, volle Stützung. Was stabiler ist. Achso, das letzte Produkt war scheiße. Aber die erste Version, die wir auf den Markt gebracht haben, war kompletter Crap, wir geben es gerne zu. Aber jetzt ist es safe. Ja, ich werde mir sowas in die Richtung. Auslass. In die Richtung werde ich mir schon kaufen. Die sehen alle sehr zufrieden aus, auf jeden Fall. Du musst ja, das ist auch die schwierigste Werbefotografie, du musst ja immer warten, bis die Models auch wirklich eingeschlafen sind. Ja, ja, na klar. Bevor du draufdrücken kannst. Aber gute Models können das. Die können innerhalb kürzester auf Zeit können die einschlafen, wenn man da die Augen macht. Warum habe ich das erst jetzt gefunden? Guck mal, da schläft sie. In einem Flugzeug. Christina. Aber ich glaube, es ist nicht gut für den Rücken. Ja. Wenn du so schläfst. Was hat uns Peter immer noch gesagt? Den hier machen. Nach hinten und dann den Kinn hier öffnen. Ah ja, genau. Versuch's jedes Mal. Ja, der hatte diese Navy-Seal-Technik, dass man ganz schnell einschlafen konnte, ne? Ich glaube, vielleicht drückt man sich einfach auch den Atem ab. Ich das kann schon sein. Deswegen schlecht gehauen. Du schläfst gar nicht ein, du wirst ohnmächtig. Also, wir sind bei einem Reisekissen, Unterstützung, Kopfkürze, Tragbare. Ich bin bei 32,99. Dumme Schätzung, gibt es überhaupt gar kein Produkt, das so viel kostet? So teuer. Also, ich glaube nicht, dass es so teuer ist, um ganz mal ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist viel billiger. Weil soll's es ist ehrlich aufblasbares sein. Ding, das gibt es am Flughafen zuhauf, da kostet es ein Zwickel. Wenn du es auf Amazon bestellst, kriegst du es günstiger, nämlich für 14,99 €. Was ist das nochmal mit der aktualisierten und der allgemeinen Version? Ja, das ist die neue Version. Wer macht denn wer macht denn noch die alte Version? Wer zeigt um zu zeigen, was besser geworden ist, damit man sieht, oh, das wird stetig besser. Große Gasdüse, leichter aufblasbar und luftleer. Okay. Wir schauen nach. LP sagt 32,99 €. Ich sag 14,99 €. Nur einer kann gewinnen. Wer? Das sehen wir jetzt. Und es sind 18,99 €. Also damit ein Punkt für mich. Wunderbar. Weiter geht es. Und ich habe das Gefühl, unser Studio ist so ein bisschen karg, oder? Können wir nicht mal so ein bisschen mehr Deko gebrauchen? Und eine weitere Idee neben der Ente ist natürlich der Deko-Pfau aus Metall. Und das mag ich, wenn Amazon-Produktbeschreibungen einfach auf den Punkt kommen. Es ist ein Deko-Pfau aus Metall. Fertig. Ja, ist für mich schon ein Zeichen, dass es teuer ist. Weil da steckt irgendwie so eine deutsche Wertarbeit dahinter. Da bin ich mir ganz sicher. Sonst hätte das nicht so einen tollen Titel. Sonst würde da stehen, bunt, Deko, Pfau, Tiere, Metall. Ich mag nicht, dass der ganze Körper bunt ist. Ich will, dass nur die Federn bunt sind und der Körper dann schlichter gehalten. Ja, aber ich finde, wir haben hier schon einiges an Deko gesehen. Das gehört zu den schöneren Dekos. Ja, das stimmt.
Man ist immer noch sehr sperrig und unhandlich, aber wenn es aus Metall ist, kannst du auch in den Garten stellen, wie zum Beispiel hier die Nina. Sehr hübsch. Ja. Ich würde fast sagen, es gefällt mir. Nicht sehr gut, aber es gefällt mir. Ja, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Ja, als so Vergleich, kann man mal, das ist der aktuelle Standard an Deko. Ne, also das ist der aktuelle Deko-Standard. Und ich meine, den kriegt er, der Pfau. Den kriegt er. Was habt ihr gesagt? Nee, das ist Anfänger-Deko. Damit steigt man ein ins Deko-Geschäft und dann langsam kann man sich zu so einem Pfauen hoch. Zeig mir den Pfau, los, zeig ihn mir. Oh, geil. Oh, hallo, junge Frau. Na? Soll ich auch mal jetzt ihr beiden? Ja, gut. Ja, also die Rezensionen sind durchweg positiv. Das Ding ist 2,3 Kilo schwer. Wertarbeit, wertig. Es kann viel kosten, wirklich. Diese Deko-Stuff im Garten können viel kosten. Es riecht wirklich so ein bisschen nach deutschem Produkt. Platz 32.000 im Garten. Platz 111 in Tierfiguren und Tierstatuen, ne? Immerhin. Aus Metall komplett, nicht Plastik. 2 Kilo ist. Wie groß ist sie? 81 breit ist das Rad, 81 breit und LBH ist 60 hoch. Aha. Gut. Aha. Dann sind wir bei einem Preis. Moment, ist es tief, tief, breit, hoch, oder was? Lang, ja. Lang, breit, hoch. Okay. 81 Zentimeter sind nicht klein. Bei durchaus interessanten. Ne? 79,99. Nee. Ist 10 Euro zu hoch, gebe ich zu. Nee, das ist zu billig. Oh, V ist teuer, kostet 100 Euro. V kostet 100 Euro, sagst du? Noni. Kostet Noni. Ist aber auch ein stolzer Vogel, ne? Das sind so die Premium-Produkte im Baumarkt, so, wo du wirklich dann so die ausgestellt sind und richtig schön. Und du hast es schon gesagt, das ist ein Premium-Produkt aus Deutschland. Lars Erik Pausen sagt 80 Euro, 79,99. Ich bin bei 100 glatt und wir schauen nach. Und es sind 59. Ja, ein Schnapper, also kaufe ich dir. Tatsächlich, billig. 59,99 für alle, die jetzt gerade noch nicht. Weiter geht's mit dem Schnappsieb aus Silikon. Ein Sieb, der schnappt. Nee, das ist wieder so eine Sache. Das der Löwennummer. Ja, aber das fällt trotzdem hin. Schauen uns kurz den Pitch an, worum es geht. Das fällt drüber. Machen wir uns nichts vor. Ja, das klingt gut. Das klingt ganz toll. Okay. Nee, ja gut, wenn du 120 Gramm Nudeln machst, ja. Aber bei 500 Gramm Nudeln, so wie ein normaler, zweispuriger Haushalt das macht, da fällt es hin. Ich finde es schade, dass es nicht als auch was anderes verwendet werden kann. Also gib mir doch einen Deckel, der Löcher hat. Ja gut, das ist, macht natürlich die Idee eines Deckels kaputt. Ne? Genau, schon, ja. Ganz genau. Oder mach einen Deckel, wo man dann was abziehen kann und dann rausschütten und dann wieder drauf oder so. Weil dieses, ich mag halt nicht neue Dinge in der Küche haben. Da ist in ein Ding mehr, das du waschen musst und irgendwie rumschmeißen musst und das in den Schrank und wo ist es und oh, das sitzt im Kinderzimmer und gebraucht und bla. So, und warum nicht in den Topf integrieren? Warum nicht bei dem Topf unten so, oder so einen Hahn machen, den du so aufmachen kannst und dann läuft das Wasser ab oder sowas? Warum geht das denn nicht? Oh! Wäre das nicht eine Idee? Oh, das ist ja eine richtig dumme Idee. Ja. Naja, warum so ein Topf? Dann stellst du es so auf die Spüle, Hahn auf, das Wasser läuft ab und dann den Rest kannst du noch so. Okay, und dann den Hahn, wie fasst du an den ran? Weil es ist ja bestimmt ziemlich heiß, wenn er gerade 20 Minuten auf dem Herd war, oder? Mein Gott, dann nimmst du dir so ein Handtuch und machst es damit auf. Und dann wird es nass oder was? Musst du ins Wasser reingreifen oder machst du das von außen? Nee, von außen kannst du den Hahn. Von außen finde ich eine richtig gute Idee. Die hat Pfirsiche gekocht oder was? Äpfel? Bratapfel. Was sind die Fragen? Welche Fragen fallen denn dazu? Was fällt hier an? Hallo. Haben Sie das Produkt auch in Lebensmittel echt? Die lebensmittelfreundlich ist etwas zu vage. Haben Sie, also hat die Kunden gefragt oder quasi eine andere Kundin gefragt? Kann man damit aus Reis absieben oder fällt dieser durch die Öffnungen? Nee, da fällt nichts durch. Aus der Sieb auch auf den 20er-Topf. Das Sieb passt. Guter alter 20er-Topf. Was steht da letzten Endes? Ist es was? Ein bisschen höher? Eine der Kommentare. Letzten Endes, oh cool, sehr zufrieden. Na gut. Ich dachte, letzten Endes halt ein Sieb. Ja, das ist wieder das Sieb, ne? Man sagt das Sieb. Ja. Geht beides, glaube ich. Ja, Qualität zu gutem Preis, schreibt Paul. Ja, okay. Wenn du das einmal auf die Herdplatte stellst, ist es geschmolzen. Das kennen wir doch. Ja.
Okay, wir machen das graue Silikon. Detox, sehr der Größe. Also ich will gar nicht sagen, dass das eine Scheißerfindung ist. Ich kauf's mir aber nicht. Ich investiere da auch kein Geld rein. Ich hätte auch Angst, dass die Klammern nicht fest genug sind und dann kippst es aus. Dann hast du die ganze Nudeln in der Spüle. Aber wie gesagt, es kippt vornüber. Okay, ich bin. Du musst diesmal wieder anfangen. Ja, es ist nur ein so ein Ding, ne? Ein so ein Silikonlappen. Weggewahrt. Ist nicht viel, was man da kriegt. Weggewahrt. 12,99 Euro, sage ich. Ja, finde ich gut. Also, du willst ja. Nee, ich glaube, ich muss noch mal runtergehen sogar. Weil eigentlich, ja, würde ich dir zustimmen. Ist es ungefähr die Richtung? Wem schreibst du? Ich wollte es einem Kumpel von mir schicken. Ah, okay. Nee, drunter kann ich eigentlich nicht mehr gehen bei so einem erfinderischen Produkt. Doch, ich muss. Es geht nicht anders. 9,99 Euro. 9,99 Euro. Ich muss drunter tauchen. Da taucht er drunter. Ich hoffe. Ich hoffe, du wirst von einem sicheren Sieb noch aufgehalten und wirst nicht in den Abschluss fliegen. Nase zu und Tauchstation! Ui, 89, ja, ja, war gut. Ja. Weiter geht's mit der Strickmaschine mit 49 Nadeln. 49 Nadeln, da. Wow. Habe ich eigentlich einen Senfkartenfluch vorhin gehabt? Ja. Hm. So sieht das aus. Was denn? Was ist das? Strickmaschine. Wie funktioniert das? Hm? Ach, da macht man dann so einen Abgrund und einen Schal oder was? Auch wieder hier haben wir ein Video. Ja, aber dann geht doch der ganze Spaß ist verloren, ist oder nicht? Da geht doch dann der ganze Spaß verloren. Was ist denn ein Foto dazu? Nur? Warum? Die haben doch nichts aus Strick an. Ja, wir stricken ganz einmal kein Haus. Ja. Die müssen unter dem Pappding da wohnen. Wir stricken den ganzen Tag, aber tragen wir die Scheiße niemals. Und du kannst dann alles, was du damit stricken kannst, sind Schläuche? Wie viele Schläuche braucht man denn in seinem Leben? Was ist damit alles stricken, glaube ich. Aber kompliziert. Nee, Schal. Ein Schal kannst du. Nee. Nur einen Schal kannst du machen. Ein lustiges. Vor allem die Strickmaschine ist ein sehr lustiges, praktisches Geschenk. Ich check auch nicht, aus welchem Land das kommt, um ganz ehrlich zu sein. Aber wir gucken uns das mal an. Also hier, die sind nochmal gut drauf. Mützen. Kürbisse. Handschuhe. Hier. Funktion. Strickschals, Mützen, Socken, Kleidung, Hosen und so weiter. Aber man strickt doch nur, weil das ein Hobby ist, zu stricken. Du sagst ja auch nicht, ach, sie schwimmen gerne, dann habe ich hier was für sie, und zwar ein Boot. Ja. Spontan Mitte Dezember beschlossen, für die Familie Schals und Mützen zu kurbeln. Ah, okay, ja, gut. Ich kurbel euch noch schnell eine Mütze. Und dann sitzt du wirklich da stundenlang dran und kurbelst da was? Und fahr. Vor allem, du könntest ja an die Kurbel einfach eine Bohrmaschine anbauen. Ja. Und dann irgendwann kann einfach völlig automatisiert. Und wer schreibt den Kommentar? Natürlich die? Ja? Ja? Sapse! Sapsi! Sapse! Very Cheryl is very disappointed. Dropped stitches, very poor mechanics. Schade, aber also merkwürdiges Produkt. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, das könntest du irgendwie Hugo Egon Balder hinstellen, so erraten sie, was das für ein Produkt stimmt, ist. Stimmt, so, ja, ja. In so einer Comedy-Panel-Show. Du bist auch sehr schwierig, dass man dem Mädchen da unter den Rock schauen kann, bei dem Dings. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, möchte jetzt nicht nochmal drangehen, aber du hast ein Auge drauf. Das macht das Ganze noch unpassender einfach als Produkt für dieses Strickmaterial. Du, wenn man mir unterm Rock gucken könnte, weißt du, was man da sehen würde? Ein Glas denn. Ist bald wieder Rockzeit für dich, ne? Senf! Daniel! Das ist kein Senf. Weil ich kenne mich aus mit dieser Art von Crap-Produkten. Eine Menge Plastik, viele Plastikstücke, die interagieren miteinander und 49 Nadeln, das ist natürlich eine Menge, die sich sehen lässt. Ne? Das ist ein Massenprodukt, tausende Male wird das in Asien hergestellt für wenig Geld, teuer verkauft, ist lustig, da kann die man Sabse mag's. Sagen. Die Sabse find's gut, die kurbelt den ganzen Tag, macht nichts anderes mehr. Weißt du, was mich am traurigsten macht, an verflixte, nee, wie heißt pfiffige Ziffern? Dass wir diese Produkte nie haben werden. Auch, dass die so weit entfernt sind auch, so greifbar und doch so weit weg. Nee,
dass man es nie allen recht machen kann. Ja. Es gibt immer Leute, die sagen, das ist ein perfektes Produkt, und andere sagen, es ist kompletter Schrott. Ja. Also bei diesem auseinander, ja. Bei diesem Glücksturm waren ja alle zufrieden, aber es waren nur 5. Du kannst es nie allen recht machen. Ich muss immer noch an diesen Typen denken mit den Seifenblasen, der sagt, enttäuscht, die Kinder waren, haben geweint. Wahrscheinlich nur, weil er es nicht verdünnt hat. Ja, stimmt. Ich würde ihm gerne sagen, du schmeißt, schütt das Zeug nicht weg, schütt das nicht in den Teich, du musst es nur verdünnen. Und wie könnte er es erfahren? Soziales Netzwerk. Kommentieren, er kriegt eine Push-Nachricht. Das sind 39,99 Euro kostet das. 40 Euro. Für eine Strickmaschine sagst du 40 Euro? Jo, prima. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind bei, gehe noch mal drunter. Nase zu, 10 Meter untertauchen, 10 Euro runtertauchen. Und aber wir sind angekommen auf der Endstation. 29,99 Euro. Wow, da gibt es sicher einen richtig tiefen Tauchgang hierher. Da ist natürlich die Wasserratte nicht einfach zufriedenzustellen. Aquaman, 39 Wasserratte. 29,99 zu 39,99. Schauen wir mal. 63. Was? 63,98. Eine Strickmaschine? Senfkartenpunkt, gib mir den Punkt. Oh. Warte mal, es sieht fast danach aus, als könntest du schon wieder gewinnen. Könnte passieren. Nee. Schau mal, wie es weitergeht, denn ich glaube, nach dieser Situation müssen wir uns ein bisschen erfrischen. Das war aber auch eine dumme Schätzung. Koffeinkapseln, 120 Kapseln, reinstes Koffein, auch wieder mit einem Video. Schön. Habe ich mir auch schon. Und fertig. A, draufdrücken, gut für die Kinder. Boah. Gut, gut. Sagt uns jetzt über die Kapseln selber nicht viel, aber wie sie geliefert werden, ist schon mal klar. Irgendwie, was macht man dann? Den legt man auf den Tisch und wie funktioniert das dann? Wie kommen die in den Körper? Ja, die zerdrückst du dann, die lutschst du so ein bisschen, ziehst dann da so eine Folie ab, zerdrückst sie dann und schöpfst die. Ganz einfach. Und dann mit dem Löffel und anzünden auch? So abmachen, ja, je nachdem wie. Rein. Dosiert, kleine Kapsel, viel Koffein. Das Bild bei vegan für die, Sportler. Gut. Geodreieck for scale finde ich gut. Vorsichtig, eine übermäßige Einnahme kann zum Herztod führen. Das ist mir passiert. Oh nein. Ich möchte hier weniger das Produkt bewerten, sondern eher einen Hinweis geben. Bitte übertreibt es nicht mit der Einnahme dieses Produkts und haltet euch an die Vorgaben von maximal einer Kapsel am Tag. Oh, ich hatte Nach zwei durchgemachten Nächten 2 Kapseln über den Tag verteilt eingenommen. Zudem habe ich Kaffee zu mir genommen, da ich immer noch müde war. Sehr dumm. Konsequenzen waren Herzkammer, Flimmern und Wiederbelebung mittels externer Defibrillation. Oh, shit. Aber guck mal, der Typ ist fast gestorben an dem Produkt und gibt 2 Sterne. Bitte seid, lesen Sie weiter. Bitte seid vorsichtig. Das ist einfach nur der Konkurrent, oder? Lass es nicht so weit kommen, wie es bei mir gekommen ist. Ich bin übrigens 29 Jahre alt und habe zu der Zeit an meiner Masterarbeit... Das ist nicht dein Ernst. 2 Nächte durchmachen in Folge. Der ist gestorben an dem Produkt. Alter. Und gibt mir noch 2 von 5 Sternen. Hellwach. Mit regelmäßigem Wettbewerb. Man sollte die Pillen auf jeden Fall vor 17 Uhr nehmen. Ich würde es persönlich auf 11.30 Uhr verschieben, 30 Minuten vor Mittagessen, um die Wirkung gegen das Nachtessen zu wirken. Ich habe nebenberuflich Schule und habe nach der Arbeit einen Hänger. Mit den Tabletten bin ich hellwach. Gerade so nach 45 Minuten kann ich je nachdem vergessen werden. Nochmal mit Bedacht einsetzen. Der Körper gewöhnt sich daran. Update. Wie, der hat nach dem Arbeiten eine Hänger? Also arbeitet er mit einem Hänger, also mit einem Anhänger? Oder, ach, der hat einen. Die Vera kriegt einen Hänger. So einen Hänger im Sinne von. Achtung! Keine Wirkung von Nico. Na, also auch hier, Frank hat die gesamte Bandbreite. Wir haben einmal Herztod zu keine Wirkung. Also auch da wieder, es unterscheidet sich stark. Ach Leute, der hat es einfach nicht verdünnt. Auch beim Schlucken von 2 Stück ist absolut keine Wirkung feststellbar. Eventuell liegt es an meinem Körper. Aber eine Tasse Kaffee ist günstiger. Oh. Leckerer und wirkungsvoller. Günstiger als eines von diesen Dingern, oder was? Als er hat. Moment mal. Also, dieses Produkt mit 150 Kapseln kostet mehr als 120 Tassen Kaffee. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir in der Rezension gelesen haben, an diesem Produkt wäre ich beinahe gestorben, oder? Und dennoch so freundlich schreibt. Gibt das einen Bonuspunkt? Ja. Also, mal 2 Multiplikator. Jetzt müssen wir nur noch wissen, was 120 Tassen Kaffee kosten. Ja. Und es kostet mehr als das. Schon mal ein Hinweis. Oh, du bist gerade im Sparabo. Vorsichtig. Oh. Einmalige Lieferung. Nee, da war natürlich die einmalige Lieferung. So. Okay. 120 Kapseln. Dass du sagst, 120 ich passe bei sowas gerne auf. Es könnte die letzte Folge sowieso sein, immer. Aber es ist auch das letzte Produkt. Ich muss genau treffen und das wird schwierig. Caffeine Caps. Ich finde es auch schwierig tatsächlich, dass da gar keine
Warnung steht, oder? Steht da irgendwo hochdosiert sogar. Ah ja, zeig mal, ist das vergleichbar mit Tassen Kaffee? Unser 120 Kaffee mit 200 Milligramm Koffein pro Kapsel. Ich glaube, war das nicht irgendwie so, bei Cola sind es irgendwie 39, bei Fritz Cola 39, irgendwie sowas? Keine Ahnung, kenne mich nicht gut aus. Aber, ich gucke, das will ich noch kurz wissen. Überbrück mal, Moderation. Es ist auf jeden Fall eine Menge Kapseln. Überbrück mal weiter, und mach mal was Gutes jetzt. Natürlich können wir, also ihr werdet von diesem Produkt in den Tag geschossen. Ja. Von dieser Schleuder zum Beispiel. Die habe ich hier gefunden. Und das ist eine Schleuder, mit der kann man verschiedene Dinge schleudern, wenn man möchte. Dinge, die man nicht mehr braucht. Oder wie zum Beispiel diesen König hier, der natürlich naturgemäß fliegen kann. Und deswegen als kleine Aktion für zwischendurch, als kleine Pausenaktion, sehen Sie jetzt den Flug des Geiers. Bitteschön. Ja, das macht großen Spaß. Durchschnittliche Spaß für die Kinder, Tasse. Das ist natürlich immer toll, um da ein bisschen den Nachmittag aufzulockern. Wenn ihr einen kleinen Hänger habt, kann sein, habt ihr gerade einen kleinen Hänger, dann schlaft ihr doch einfach gerne aus. Ein Mittagsschlaf, auch immer schöne Möglichkeit. Ihr müsst euch nicht ständig mit Koffein vollpumpen. Das verliert nämlich irgendwann auch seine Bedeutsamkeit und irgendwann seid ihr tot. Eine durchschnittliche Kaffeetasse hat, ich hab's vergessen, 96 Milligramm. Und Coca-Cola hat zum Beispiel 20 Milligramm nur. Deutlich weniger als zum Beispiel Kaffee oder. Also Kaffee hat. Pro 100 Milliliter, oder was? Alle zulassen. Alle gucken. Pro Tasse oder 100 Milliliter? Pro Tasse. Pro Tasse, okay. Ja. Also ungefähr 2 Tassen Kaffee in einer Kapsel. Das ist sehr viel, weil andere Sachen weniger haben. Man geht davon aus, dass eine Menge von 400 Milligramm für einen gesunden Erwachsenen unbedenklich ist. 400 Milligramm, 2 Kapseln. Nee. Okay. Doch, 2 Kapseln kannst du nehmen. Pro Tag, ja. Ab einer Menge von 400 Milligramm für einen gesunden Erwachsenen sollten einen Wert, Schwangere sollen es nicht machen. Gut. Ja, okay, also es ist auf jeden Fall wirksam. 120 Kapseln. Originalte Coca-Cola von 200 Milliliter gerade mal auf 20 Milligramm. Aha. Ich bleib hier noch eine Weile. 20 Euro, sage ich. Ich bleib da noch eine Weile. 20 Euro, sage ich. Oder, nee, Entschuldigung. Entschuldigung, ich korrigiere nochmal. Oh. Ich korrigiere nochmal auf 12,99 €. Entschuldigung, 12,99 €. Entschuldigung, ich habe mich gerade vertan. Ich habe mich gerade einfach vertan. Ich habe einfach das falsche Wort gesagt. Ich wollte eigentlich ein anderes Wort sagen. 12,99 € von meiner Seite aus. Ich muss ja genau treffen, ne? 120 Kapseln, nee, das ist teurer. Das ist definitiv teurer, aber wie viel teurer? Also 12,99 € ist eine schlechte Schätzung, aber wie viel teurer? Danke. Richtig dumme Schätzung. Nimm das als Bewertung, weil du kannst nicht schätzen, von daher ist dein, deine Beleidigung. 19,99 €, das ist meine allerletzte Chance hier auf 19? 19,99 €. 19,99 €, sagt Lars-Erik Paulsen. Ich bin bei 12,99 €. Einer von uns wird hier diesen Punkt davontragen. Wir schauen und es sind 9,99 €. 9,90 €. 9,90 €. Ist ja ein Schnapper. Damit geht der Punkt mal wieder an mich. Und das war's auch schon für diese Folge. Nee. Pfiffigen Ziffern. Wir machen weiter. Unsere Sendezeit ist leider, leider vorbei. Das Einzige, was uns noch übrig bleibt zu tun, ist einen Blick auf den Punktestand zu werfen. Und da möchte ich dann auch wissen, wer gewonnen hat. Ich bin sehr überrascht. Und am Ende sind es. Oh, da wurde mir ein Punkt abgezogen. Oh, Geister. 7 Punkte zu 2 Punkte. 2 Punkte für Lars-Erik Paulsen. Applaus. Auch gut. Hat er gut gemacht. Auch 2 gut. Punkte in einer Stunde. 2 Punkte. Ist eine gute Quote. Und dann schauen wir nochmal nach für den anderen Kontrahenten waren es. Du hast sie mehr? 7 Punkte habe ich gewonnen, damit habe ich gewonnen und auch zu Recht mit der Senfkarte dabei. Leute, ich kann nämlich auch pfiffige Ziffern. Ich kann nämlich auch pfiffige Ziffern und ich komme zurück. Der Kronenturm wächst mit jedem schönen Glücksmoment. Scheiß mir völlig egal, ich habe gewonnen, ich brauche nichts mehr zu sagen. Du kannst auf jeden Fall mittlerweile echt ganz gut schätzen in alle Richtungen, muss ich echt sagen. Ich schätze auch deine Karriere an der ab. Was? Der große Showdown zwischen 2 Cowboys und der eine waspelt sich und der andere, was meinten Sie? Lasst mal ein Like auf dem Video da, wir machen hier kurz noch weiter. Die Luft ist mir bleigewirrt. Was? Die Luft ist mir alles. Ja gut, dann komm mal her, dann kriegst du jetzt aber eine Ohrfeige. Das kann ich dir sagen, junger Mann. Jetzt geben Sie mal Ihre Wange her. Ah! Au! Also, Florentin, tschüss. Ciao. Pfiffige Ziffern. Pfiffige Ziffern. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Pfiffige Ziffern.